So, hallo meine Freunde, dann herzlich willkommen hier zur letzten Quizduellrunde dieser Woche. Ein Mitleidspunkt, eine Mitleidsrunde kann ich noch gewinnen gegen den Pixel. Ja. Und erste Kategorie gehört uns wieder, Macht und Geld. Mal gucken, da wirst du sicherlich nicht so der Fall sein. So, wie ist die Amtsbezeichnung des Staatsoberhauptes der BRD? Des Staatsoberhauptes, das ist der hier. Welche Staaten waren unter anderem Gründungsmitglieder der EU? Alles klar. Dann, was erhält eine finnische Frau bei der Geburt eines Kindes vom Staat? Und der Pixel ist. Ja, ich habe mal gucken hier. Ja, richtig. Oh Gott, Gründungsmitglied, warte mal. Ja. Finnische Frau. Die Pappschachtel mit Zubehör für Neugeborene finde ich sehr schön. Oh Gott. Ja, die war's. Da geht er schon mit 3:2 in Führung. Ja. Gut, warte mal. Oh, rund um die Welt machen wir mal. Oh Gott, da habe ich keine Ahnung. Hab noch nie gehört. Oh, warte mal, wie viel sind denn das? Ja. Welche der folgenden ist keine karibische Insel? Das sind Fragen. Das war jetzt peinlich. Egal. Ja. Gucken wir mal, es lädt und lädt und lädt und es geht weiter. Rund um die Welt. Wo kann man einen Gruppe begegnen? Was soll denn das sein? Gruppe. Wusste ich auch nicht. An wie vielen Staaten grenzt das Festland die USA? Das ist Mexiko, das ist Kanada. Gut, das war's wohl schon. Gut, dann war ich trotzdem falsch. Welche der folgenden ist keine karibische Insel? Trinidad, glaube ich, oder? Okay. Gut, damit geht Pixel immer noch mit 3 zu 4 in Führung, weil er hat auch 2 falsch. Ja. Noch ist alles drin. So, Glaube und Religion nehme ich jetzt definitiv nicht, ich nehme Comics. So, wer wohnt in der Serie Dragon Ball auf einer einsamen Insel und ist der Meister von. Och, das wäre jetzt wieder was für Klick gewesen. Shunkuku, das ist der Herr der Schildkröten, alles klar. War das nicht der Mutenroshi? Na egal. Wie heißt Garfields Besitzer? Und welcher der folgenden Superhelden ist auch als Man of Steel? Der? Ah, fick dich doch. Du bist. Ich habe keine Ahnung von Comics. Ne? Nee. Oh Gott. Keine Ahnung. Ja, wir haben dasselbe gewählt. Was bei der ersten? Bei der ersten und bei der zweiten. Und bei der dritten habe ich es richtig. Oh, nimm mal Wunder der Technik. Das weiß ich, das weißt du bestimmt auch. Oh Gott, wann war denn der? So spät? Ja, also die weiße, die mittlere, die habe ich nicht gewusst, aber. Gucken wir mal, wie heißt der Hersteller für La was wie heißt ein Hersteller für Lautsprechersysteme? Das weiß ich. Wann wurde der moderne Buchdruck erfunden? Doch nicht? Okay. Welches Telefon hat das Logo eines Apfels auf der Rückseite? Achso,
Überlegen, hä? Zwei bist du in Führung und wir gehen mal hier hin. So, wie heißt das Spiel, welches für Nintendo Wii entwickelt wurde? Weiter geht's. In welchem Spiel bekommt man das Opfer vor? So. Im Jahr 1987 veröffentlichte Rainbow Arts ein weibliches Patent zum Super Mario Bros. Wie hieß sie? Well. Du bist. Ja, dann bin ich mal gespannt. So. Oh, okay. Wie hieß das denn? Nein! Wer? Ja. Da musst du die Spiele kennen. Ja, ich merk's. Ja, das letzte, klar. Ja, guck mal, 9-9 hier. Jetzt aber. Guck mal an, was du jetzt für eine Kategorie kriegst. Oh Gott, die 2000er zeigen der Zeit und draußen im Grünen. Tja, dann entscheide dich. Ich wähle draußen im Grünen. Okay, da hast du schon mal richtig. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ja, musst du alle drei kriegen, dann haben wir Gleichstand. Gut, das haben wir verloren. Guck mal, Christwell. Wie heißt diese Pflanze? Das ist die sogenannte Brennnessel. Wie heißt diese Eule? Haben die einen speziellen Namen oder was? Ja. Gut. Oder wozu dient der buschige Schwanz des Eichhorns nicht? Gleichstand. Man glaubt's ja gar nicht. Echt? Yep. Super. Weil ich kannte nur eine Schleiereule und dass ein Schwanz für Luftzufuhr geeignet ist, das wäre mir irgendwie komisch gewesen. Naja, mehr oder weniger einen halben Trauerpunkt da mal hergekriegt. Mal gucken, wer nächste Woche dabei ist. Hat wieder Spaß gemacht. Danke, Pixel, für die Zeit. Gerne. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, meine Freunde. Bis dann, oder? Tüdelü. Ciao.